Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Thementeams in Pokémon Schwert und Schild. Das Thema für die heutige Folge dreht sich um das Maximum der 6 Statuswerte. Ich habe mir die 6 Pokémon rausgesucht, die in jeweils einem Statuswert den höchsten Basiswert mit sich bringen und in Pokémon Schwert und Schild verfügbar sind. Dementsprechend sind folgende 6 Pokémon dabei. Hytera mit einem KP-Basiswert von 255, Katagami mit einem Angriff-Basiswert von 181, Potrot mit einem Verteidigungsbasiswert von 230, Voltriant mit einem Spezialangriffswert von 173, Potrot mit einem Spezialverteidigungswert von 230 und Regieleki mit einem Initiative-Basiswert von 200. Da doppelte Pokémon ironischerweise in Doppelkämpfen nicht erlaubt sind, musste ich einen Ersatz für Potrot finden. Und die nächsten Pokémon, die nach Potrot den höchsten Verteidigungs- bzw. Spezialverteidigungswert haben, sind Muramura mit 211 Verteidigung und Regieis mit 200 Spezialverteidigung. Ich habe mich hier für Muramura entschieden, da er näher an den Höchstwert von Potrot dran ist und in der Summe der beiden defensiven Werte mehr mitbringt. Damit wäre das Team komplett. Probiert das Team gerne mit dem Leitteam-Code unten selbst aus und ansonsten viel Spaß mit den Kämpfen. Los geht's. Okay, los geht's gegen Yveltal, Magnezone, Alola Volnuna, Moruda, Palkia und Anego. Ein funky Team. Nicht so viele Meta-Pokémon tatsächlich und irgendwie ist alles mit dabei. Mal gucken, in welche Richtung das gehen wird. Könnte Richtung Bizarro-Raum gehen, könnte aber auch in Richtung vollste Offensive gehen. Palkia könnte den Schwächenschutz tragen, gleichzeitig könnte Yveltal den Schwächenschutz tragen. Auch mittlerweile ein sehr beliebtes Pokémon. Meine Pokémon haben jeweils in einem Statuswert mit das Beste oder das Beste im Spiel. Gleichzeitig natürlich aber das Problem, dass wenig Synergien da sind. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn man ein Team baut, dass die Pokémon untereinander in einem Team gut funktionieren. Das fehlt hier so ein bisschen. Aber mal gucken, ob wir das wettmachen können. Ich starte mal mit Katagami und Stekateka. Voltriant und Regieleki nehmen wir mit, weil die beiden haben zumindest so eine kleine Synergie. Und dann gucken wir mal, was wir machen können. Potrot und Hytera könnten auch sehr, sehr witzig werden. Vor allem mit dem Moveset, dass ich auch Potrot dabei habe. Dazu dann aber ein Kampf 2 oder eben Kampf 3 mehr. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, eines der wichtigsten Dinge in Teambuilding ist, dass die Pokémon untereinander gut funktionieren. Und das ist immer so ein Punkt, den ich in Teams seltener unterbringen kann, weil es schwer ist, ein Thema zu finden und gleichzeitig dafür so viele Pokémon wie möglich. Das Thema muss so cool und interessant und kreativ wie möglich sein und gleichzeitig müssen genügend Pokémon da sein. Meistens habe ich nur 6 Pokémon zur Auswahl, wie jetzt beispielsweise hier, und muss irgendwas mit denen anstellen. Heißt also, es ist auch schon so eine kleine Challenge an sich. Wir gehen mal hier auf Scanner. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich tun kann, und auf jeden Fall ein Bizarro-Raum, und dann gucken wir mal weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass Yveltal Verhöhner hat. Heißt also, Rundumschutz wäre auch eine Option. Falls er Standpauke oder sowas hat, muss ich im Hinterkopf behalten. Aber wir gehen mal davon aus, dass er kein Verhöhner hat und eine Offensivweste oder einen Schwächenschutz trägt. Oder zurückgerufen wird. Heißt also, er trägt auf jeden Fall keinen Verhöhner. Moruda kommt rein. Das, genau wegen solcher Fälle und auch wegen Coronaspa habe ich nicht meinem Katagami Schmalhorn gegeben, sondern Nachthieb. Jetzt habe ich etwas Gutes gegen dieses Moruda. Ein bisschen Angst habe ich nichtsdestotrotz vor diesem Anego. Das ist ein Pokémon, das ich auch gerne mal wieder spielen will. Zusammen mit Agoyon als Gift-Pokémon, Ultra-Bestie, kann man da gut was machen. Gut, wir gehen jetzt auf Nachthieb. Wobei, wir sind jetzt langsamer, ne? Also ich muss ein bisschen mich zügeln, was ich jetzt tue. Regieleki hat seinen Fokus gut verloren, weil mein Gegner gerade Tarnstein eingesetzt hat. Wir gehen mal trotzdem auf Nachthieb. Wenn es trifft, tut's weh. Sagen wir es mal, wie es ist. Dafür müsste aber Katagami gleich die Runde überleben. Dafür sorgen wir, indem wir uns Dina maximieren und Dina Faust einsetzen. Probieren wir es mal aus. Ich überlege gerade, wahrscheinlich wäre es besser gewesen. Oh. Komm wieder Yveltal rein. Ich habe kurz überlegt, ob ich Dina Brocken spiele. Gegen Anego wäre es so oder so blöd gewesen. Das Schöne daran ist, dass ich vermutlich jetzt eine Attacke mit Katagami durchbekomme, weil nur ein Pokémon angreift. Aber sehr viel Gewechsel auf der gegnerischen Seite. Das ist tatsächlich gut für mich, weil ich will so einfach wie möglich meinen Bizarro-Raum durchbekommen. Das ist so ein bisschen das Thema, das auch manche Leute schon kritisiert haben in Themen-Teams, dass ich immer in jedem Team Bizarro-Raum und Rückenwind dabei habe, wenn es geht. Und dazu kann ich als Antwort nur geben, so spielt man eben Pokémon.
ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Aspekt. Egal, ob man online gegen Leute spielt oder eben auch so eine Challenge macht, wie ich die häufiger mache mit nur einem Pokémon, ist der Initiative-Wert. Denn der entscheidet, wer als erstes angreift am Ende des Tages. Und deswegen ist es so wichtig, und das sage ich so häufig, Initiative-Kontrolle aufzubauen. In diesem Falle habe ich das jetzt mit Pizarro-Raum gemacht. Das geht natürlich auch mit Rückenwind oder auch mit Attacken wie Elektronetz, Eissturm, vielleicht auch sowas wie Trickbetrug und Schwerschweif auf ein Pokémon geben. Gibt es mehrere Optionen. Aber Rückenwind und Bizarro-Raum sind die einfachsten Dinge, das zu machen und machen ein Pokémon dementsprechend auch zu einem gewissen Grad wieder useful. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Habe ich jetzt mit Katagami angegriffen? Ne, jetzt kommt Katagami. Jawohl. Das war ordentlicher Schaden. Wir gehen jetzt nochmal auf Nachthieb. Das werden wir uns nicht nehmen und Dina Brocken auf Jiviltal. Wir sind auf jeden Fall das schnellste Pokémon mit Muramura im Bizarro-Raum. Außer er hat eine Flinkklaue. Er geht auf Dina Spuk. Das werde ich überleben. Flinkklaue. Das packt diesen Punkt Initiative-Kontrolle nochmal sehr, sehr gut hervor. Er hat einfach mal schneller, oder war einfach mal schneller, weil er eben eine Flinkklaue hat. Also Initiative ist so ein unglaublich wichtiger Wert, auf den man immer achten muss, egal wo man offline oder online spielt. Der ist so unglaublich wichtig und ich weiß, dass ich das auch sehr häufig sage, dass ich Initiative-Kontrolle brauche, aber es ist leider so. Das ist so ein wichtiger Aspekt, wenn man Pokémon-Kämpfe austrägt, dass man immer darauf achtet. Und anscheinend habe ich ziemlich gut darauf geachtet, denn Dynamaximierung plus Jiviltal sind raus auf der gegnerischen Seite. Muramura ist einfach die Festung des Todes. Ich bin mir nicht sicher, was es allgemein darstellen soll. Also, ob es an irgendetwas angelehnt ist, was es auch in der echten Welt gibt. Wahrscheinlich irgendwie so eine Mauer oder so ein Wachturm oder sowas. Komisch sieht es aber auf jeden Fall aus. So, wir haben jetzt Anego und das Pokémon, das wir noch nicht gesehen haben. Palkia. Ebenfalls ein Pokémon, wie gesagt, das man auch mal im Bizarro-Raum sieht. Geh mal auf Scanner. Wobei, lohnt sich Scanner einzusetzen? Zwei Runden, okay. Wenn es sich lohnt, Scanner einzusetzen, dann gleich in der Runde. Also in dieser Runde muss ich unbedingt angreifen. Ich glaube, Laubklinge ist das Beste, was ich tun kann. Frage ist, auf welches Pokémon? Ich glaube an Nego. Und dann Dina Brocken. Wobei, wenn, dann muss ich auf beide Pokémon gleichzeitig gehen, ne? Dina Faust macht mir zu wenig Schaden. Gehen wir mal mit beiden Pokémon auf Anego und gucken, was passiert. Einfach drauf die Kacke. Ich finde, also, ja, gut. Wollte gerade sagen, ich finde, Muramura sollte eigentlich genügend Schaden machen, um das Pokémon rauszunehmen, weil Anego hat gute Spezialverteidigungswerte, aber Verteidigungswerte sind eher im Keller. Wenn wir schon eine Folge machen über Pokémon... Oh, Feuersturm. In der es um Statuswerte geht, dann kann ich ja vielleicht den einen oder anderen Wert erklären. Katagami hat extrem schlechte Spezialverteidigungswerte. Die liegen, glaube ich, bei 20, also als Basiswert. Dementsprechend super, super schlecht. Wir gehen auf Voltriant raus. Technisch gesehen habe ich das sogar relativ schlecht gespielt, wenn man drüber nachdenkt, dass ich einen Bizarro-Raum rausgeholt habe, gleichzeitig aber ein Katagami und Regieleki mit dabei habe und einen Sandsturm rausgeholt habe und gleichzeitig ein Fokusgurt auf mein Regieleki habe. Ich habe aber so viel Vertrauen in Muramura gesteckt und das hat sich ausbezahlt. Also, ich bin froh, dass es sich so ausgespielt hat, wie es sich ausgespielt hat. Wir müssen mal kurz gucken. Drei Runden Sandsturm noch. Wobei der Fokusgurt wäre so oder so kaputt gegangen, habe ich ja gerade am Anfang gesagt, wegen den Tarnstein. Gut, dann gehen wir auf Steinhagel. Dann sollte die Sache eigentlich gegessen sein. Interessantes Team, was mein Gegner davor hatte. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es in Richtung Bizarro-Raum gehen sollte. Volltreffer nochmal drauf, also Muramura wollte sich unbedingt beweisen. Für alle, die auch dieses Pokémon spielen wollen, es ist das perfekte Pokémon für Bizarro-Raum. Es ist eins der perfektesten Pokémon für Bizarro-Raum, muss man schon fast so sagen. Es hat ein Basisinitiativewert von 13, heißt also, es gibt sehr, sehr wenige Pokémon, die langsamer sind. Und dementsprechend hat man immer quasi so einen kleinen Vorteil. Es kann selbst den Bizarro-Raum rausholen, es hat Rundumschutz, was in dieser Meta immer gut ist. Und einen ziemlich coolen Typen, also
Stahl und Gestein ist auf jeden Fall etwas, was man mitnehmen kann. Muss man ein bisschen aufpassen auf Kampf- und Bodenattacken, aber das kriegt man definitiv hin. Da gibt es eine Menge Pokémon in der Meta, die das aufhalten können. Und genau, wir sehen uns gleich in der zweiten Runde. Und weiter geht's gegen Regieleki, Pipi, Togekiss, Elfan, Sesshin und Kyogre. Eine Menge Feen-Pokémon auf der gegnerischen Seite und ja, die zwei stärksten Restricted-Pokémon. Sesshin und Kyogre. Das wird sehr, sehr schwer, da was auszurichten. Ich muss mit Muramura wieder starten, um versuchen, den Bizarro-Raum rauszubekommen. Oder zumindest mit Rundumschutz Kyogre so ein bisschen aufzuhalten. Gucken, ob das klappt. Wir können wieder mit Katagami starten. Oder vielleicht in Richtung Voltriant gehen. Das können wir auch mal machen. Und dann nehmen wir mal Hytera mit. Hytera wird vielleicht das ein oder andere anstellen können. Ich denke mal, es kann relativ gut Kyogre aufhalten, wenn man so sagen darf. Gegen Sesshin hat mein ganzes Team nichts. Also als ich dieses Team fertiggestellt habe, wusste ich ganz genau, sobald ich einem Sesshin gegenüberstehe, was gleich passieren könnte, Elfan und Sesshin, habe ich verloren. Da muss mein Gegner schon wirklich schlecht spielen, als dass ich das aufhalten kann. Gegner startet mit Kyogre und Pipi. Das ist in Ordnung. Das ist wirklich in Ordnung. Okay. Dann gehen wir mal auf Rundumschutz. Und Donnerblitz. Beziehungsweise. Vielleicht sogar auf Hytera raus. Sollen wir auf Hytera rausgehen? Weil wenn ich jetzt auf Hytera rausgehe, werde ich nicht diese eine Runde verschwenden. Und habe ein bisschen Momentum auf meiner Seite. Probieren wir es aber aus. Ganz im Ernst, das ist ein Voltriant. Er wird Spotlight einsetzen, deswegen. Also Pipi wird nichts tun, außer Spotlight einzusetzen. Und er geht auf eine Dynamaximierung, okay. Das heißt, Muramura ist raus. Der wird nichts mehr zu sagen haben. Leider. Das wird ein sehr schwieriges Matchup. Das ist sehr, sehr schwer jetzt noch. Rundumschutz kommt durch, wird nichts mehr bringen. Ich habe gehofft, dass er von Tränen oder sowas einsetzt. Aber ja, wenn er Dynamax maximiert, kann er das nicht mehr tun. Er geht auf einen Seitentausch sogar. Nicht mal Spotlight. Interessanterweise. Hat aber das gleiche zur Folge. Ich werde Pipi angreifen. Und Stekateka ist raus. Also Muramura. Das hat absolut gar kein Business hier verloren. Ich darf... Okay, ist ein Leben-Orb auf Kyogre. Schön zu wissen. Dönerblitz kommt durch. Und Dönerblitz macht viel Schaden. Genau das habe ich mir gedacht, als ich mich doch entschieden habe, drinnen zu bleiben. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen die Predictions rausreißen. Mein Hytera hat Seitentausch. Heißt also, ich kann auf jeden Fall den Gegner für eine Runde mehr oder weniger ärgern und sagen, du hast das falsche Pokémon angegriffen. Das wird aber nicht reichen, um quasi Kyogre mit einem Donnerblitz rauszunehmen. Ich könnte sagen, ich gehe auf Diener Gewitter. Das wird ziemlich sicher reichen, um Kyogre rauszunehmen. Er könnte aber immer noch Spotlight einsetzen. Heißt also, ich werde eine Runde verschwenden. Aber gut. Ich werde definitiv nicht Regieleki Diener maximieren und ganz sicher nicht Hytera. Gucken wir mal, was passiert. Gucken wir mal, was passiert. Voltriant ist auch, wie gesagt, ein wichtiges Pokémon. Für dieses Team einfach nur, weil es eine kleine Synergie mit Regieleki mit sich bringt und einfach so gute Spezialangriffswerte hat. Es muss einfach nur anfangen, irgendwie diese... Ich weiß, ich sag's jetzt sehr häufig in diesem Video, diese Initiative-Kontrolle zu haben. Und die habe ich jetzt leider nicht mehr. Ich gehe auf einen Seitentausch, heißt also, alles, was auf Voltriant draufkommt, wird ja sofort Hytera draufkommen. Und in diesem Fall ist es wahrscheinlich die Dienerflut. Exakt. Wow, das macht immer noch richtig viel Schaden. Spotlight ist aber nicht von Pipi durchgekommen. Heißt also, Pipi hat was anderes vor. Dementsprechend kann ich Dienergewitter durchbekommen. Der Schaden ist richtig gut, aber leider nicht ausreichend. Und dementsprechend sieht es sehr, sehr schwierig für mich aus. Eissturm. Okay. Der wollte quasi für
Initiative-Kontrolle sorgen. Ich sag das jetzt mittlerweile schon absichtlich. Gut, dann gehen wir auf Dinaval und wir gehen auf Weichei. Wir sind keine Weicheier, aber er wird wahrscheinlich sowieso Spotlight und Dina Flut einsetzen. Ich weiß jetzt nicht auf wen, aber ich kann zumindest dieses Kyogre aufhalten für eine Runde und die Dina-Maximierung wegmachen. Gut, er geht das auf Voltrian, heißt also, ich habe alles richtig gemacht. Eissturm von Pipi kann wegen meiner durchkommen, das soll mir sowas von egal sein. Das machen meine Überreste so. Meine Überreste heilen mehr, als der Eissturm Schaden macht. Heißt also, das ist alles in Ordnung. Weichei bedeutet, er sieht noch gesünder aus. Und dann müssen wir gleich gucken, was wir machen. Aethera könnte zum kleinen MVP hier werden. Zum klitzekleinen MVP. Dafür muss es jetzt Monsterarbeit leisten, aber ich habe gesehen, wie Chanera sowas schon geleistet hat. Also wieso auch nicht ein Aethera? Ja, wir gehen auf Dina Angriff. Wir könnten jetzt Seitentausch einsetzen, aber wahrscheinlich wird der Ursprungswoge einsetzen, dieser Geier. Heißt also, ja, wir gehen auf Geowurf. Geowurf, ich weiß nicht, ob es gegen Pipi reicht. Das macht 50 KP Schaden. Da ist der Spotlight, von dem ich die ganze Zeit geredet habe. Ah, ist ein interessanter Kampf. Ich mag das. Richtig schön herausgefordert zu werden. Eisstrahl kommt durch. Und nicht mal gegen Voltriant. Geht der auf den Freesex oder was hat der vor? Das ist ja interessant. Pipi ist raus. Voltriant bekommt einen Bestienboost, der nicht viel ausmachen wird, weil das nächste Pokémon, das rauskommt, wird Voltriant mit dem Handrücken quasi wegwischen. Vielleicht hat er auch prediktet, dass ich auf Seitentausch gehe, ne? Das ist so mies an dieser Attacke. Man muss immer, sobald der Gegner das einmal eingesetzt hat, muss man immer bedenken, dass der es nochmal einsetzen kann. Und ich kann es kaum glauben, dass ich das sage, aber Aethera hat gerade einen Kyogre rausgenommen. Natürlich mit Hilfe von einem Voltriant, aber ja, Aethera wird zum kleinen MVP für diese Runde hier. Gegen eins der stärksten Pokémon im Spiel im Moment, Kyogre. Das Dina maximiert war. Und jetzt kommen Elfan und Sashian raus. Das könnte jetzt, ja, das Ende sein. Ich kann Sashian nicht mit diesem Team aufhalten. Das ist nicht möglich. Tut mir leid. Also, da will ich euch nicht zu viel Hoffnung machen. Ich kann jetzt wieder auf Seitentausch gehen. Aber wird er es predikten? Das ist die Frage. Ich glaube, jetzt denkt er sich, jetzt werde ich definitiv Seitentausch einsetzen. Ich weiß es aber nicht. Das sind diese Mindgames, die man die ganze Zeit spielen muss. Ich glaube, er denkt sich, ich werde definitiv Seitentausch einsetzen. Das könnte jetzt das Spiel entscheiden. Wenn ich jetzt richtig entscheide, kann ich mit einem Donnerblitz Session One-Shot. Ich habe 8 Sekunden. Seitentausch oder nicht Seitentausch? Na komm, machen wir. Jetzt bin ich sehr interessiert zu sehen. Hat er das predicted oder nicht? Ich gönn's ihm vom vollsten Herzen, wenn er das predicted hat. Und es ist nicht schwer. Verhöhner, okay. Das heißt, er hat Voltriant angegriffen. Das heißt, er hat es erwartet. Voltriant überlebt. Lol. Holy. Wieso hat er das überlebt? What the fuck? Okay, er ist raus wegen dem Leben Orb, aber er hat das Session rausgenommen. Wow. Voltriant verdient einen Daumen nach oben, würde ich sagen. Und vor allem Aethera, also ganz im Ernst. Aethera hat den Kampf hier gecarried, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich hätte nicht den Seitentausch einsetzen sollen. Das war so eine 50-50 Entscheidung. Und ich habe mich für die falschen 50-50 entschieden. Ich habe es auch am Anfang gesagt, ich wusste, dass er es einsetzt, aber irgendwie habe ich mich dann selbst reingebaitet. Aber gut, hat nichts ausgemacht, zum Glück. Oh shit, nicht Geowurf gegen mein eigenes Pokémon. Und wir können auf Kanon gehen. Eigentlich fast egal. Sehr schön, das war ein richtig schöner Kampf, hat mir richtig gut gefallen. Hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Davon bitte mehr. Blissey ist paralysiert. Es wird nicht angreifen können. Schade, schade, Schokolade. Mal gucken wir mal, was ich machen kann. Um dieses Elfern so schnell wie möglich rauszubekommen. Ich bin so froh, dass auch Hytera was gemacht hat. Also hat alles im richtigen Moment richtig gemacht. Mein Gegner hat nicht den ersten Seitentausch prädiktet und der war der wichtigste. Da habe ich schön Schaden quasi von Kyogre weglenken können. Und der hat dann mehr oder weniger den ganzen Kampf entschieden. Gewonnen ist es noch nicht, aber sobald... Also mein Gegner muss jetzt irgendwie 3 oder 4 Parahex hintereinander bekommen. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Tatsächlich habe ich Eissturm eingesetzt, um zu sehen, wie viel Schaden das macht. Der Schaden ist viel zu gering, als dass ich das weiter einsetzen soll. Gehen wir auf Geowurf. Elfern sollte in keiner Welt Hytera besiegen. Ja, schöner Kampf. Das Ende ist ein bisschen langgezogen leider, weil mein Gegner nicht aufgibt. Finde ich cool, dass er bis zum bitteren Ende kämpft. So macht man das auch. Aber ich hätte nie gedacht, als ich dieses Team gebaut habe, dass ich Session rausnehmen kann. Und vor allem in diesem Stil. In diesem Stil vor allem. Verhöhner hat aufzuwirken. Wir gehen auf Kanon. Und die Sache ist erledigt. Außer ich werde jetzt geparahext. Wenn ich geparahext werde, könnte Elfern noch eine weitere Runde überleben, weil es mit Gigasauger sich hochheilt. Beziehungsweise es bekommt dann keinen Schaden und dann dauert es ein bisschen länger. So ein antiklimatisches Ende für diesen Kampf, der so spannend teilweise war. Also Session und Kyogre mit so einem Team rauszunehmen, also ich werde heute gut schlafen. Sehr gut. GG, well played an meinen Gegner. War ein schöner Kampf. Und wir sehen uns gleich in der letzten Runde und mit Potrot. Potrot haben wir noch nicht gesehen. Das freut mich tatsächlich. Und zu guter Letzt wollen Session und Kyogre als auch Regieleki Revanche zusammen mit Kaguron, Liberlo und Mimikma. Ja, wie gesagt, das sind standardmäßige Pokémon, sind mit die stärksten Pokémon im Format. Und wir haben Potrot noch nicht gesehen. Ja, der wird nicht so viel machen können. Ich bin froh, wie das bisher alles gelaufen ist. Also, ich habe starke Meta-Teams als Gegner gehabt und habe sie irgendwie bezwingen können mit gutem Glück und auch mit ein bisschen Verstand. Also, da war gut, gute Pokémon zum richtigen Moment draußen. Und sowas macht dann eben auch spannende Pokémon-Kämpfe aus. Das hier wird leider, ja, das sind einfach solche Kraftprotzen an Pokémon, die kriegst du nicht aufgehalten, einfach mal so. Ich starte mal mit Muramura und Hytera. Potrot habe ich versprochen, damit wir alle Pokémon gesehen haben. Und ja, ich möchte gerne wieder Voltrian spielen. Das hat gerade einfach erstaunlicherweise eine Attacke standgehalten. Ich spiele es tatsächlich auch nicht, wie man es vermutlich normalerweise spielt. Ich spiele es mit 252 EVs in KP und 252 EVs in Spezialangriff. Der Grund, wieso ich das mache, ist eigentlich ein ganz anderer, als den ich gerade gebrauche. Und zwar will ich eigentlich Kanon mit Regieleki einsetzen. Und dann, wenn ich Kanon mit Regieleki eingesetzt habe, ist der Initiativewert für Voltrant egal, weil er auch Kanon einsetzt und dementsprechend direkt danach angreift. Das sind zwei Pokémon, die ich definitiv nicht am Anfang erwartet hätte. Aber nichtsdestotrotz böse sind. Wir gehen auf den Bizarro-Raum. Den brauchen wir, um Potrot ein bisschen mehr viable zu machen. Wir gehen mal auf Seitentausch. Gucken, was passiert. Kann nur gut werden. Ich wollte gerade sagen, Hals- und Beinbruch, weil wahrscheinlich Liberlo High Jump Kick einsetzen wird. Also eine Kampfattacke gegen eins dieser beiden Pokémon und es ist ausgenockt, vor allem eine physische. Es kommt ein Verhöhner von Liberlo. Sollte gegen Muramura kommen, damit der Bizarro-Raum nicht durchkommt. Heißt also, Seitentausch hat wieder zugeschlagen. Und Lichtkanone sollte auch gegen Muramura kommen. Hytera hat gute Spezialverteidigungswerte und logischerweise extrem gute KP-Werte. Die Dimension ist verdreht und unser Spaß kann beginnen. Wobei das ein bisschen eingedämmt wird. Ich kann eigentlich nur noch Geowurf einsetzen durch Verhöhner.
Eissturm im Bizarro-Raum einzusetzen, ist selten eine gute Idee. Wir ignorieren mal Kaguron. Und wir Dynamaximieren uns. Und gehen auf Dynafaust. Ja. Mal gucken wir mal, was wir machen können. Also, mich würde mal interessieren, der Kampf ist noch nicht gelaufen, aber mich würde mal interessieren, welches der Pokémon würdet ihr sagen, war der MVP für diese Folge? Voltriant, weil es die Attacke standgehalten hat, oder Hytera, weil es genau im richtigen Moment rauskam oder draußen war und Seitentausch eingesetzt hat, und sehr, sehr wenige Leute erwarten da irgendwie sowas in diese Richtung. Oder doch ein ganz anderes Pokémon. Er geht auf Rundumschutz, deswegen, da habe ich mich Dynamaximiert, damit genau sowas verhindert wird. Er hat einen Steinhagel erwartet. Und ja, es kam aber eine Dynafaust angeflogen. Und ich habe mit einem Fokusgurt gerechnet, deswegen bin ich auch mit Hytera draufgegangen. Kann ich alles gerade nicht sagen, weil... Oh, ist ein Beere. Weil ich gerade selber übelst überlegen muss, wie ich das hier noch gewinnen kann. Das sieht gut für mich aus, aber der Schein kann sehr schnell trügen. Genau das meine ich. Feuerball kommt durch. Okay. Ich bleib mal mit Hytera drinne. Geh auf Geowurf, dann ist er sicher raus, und geh auf Dina Brocken. Wobei, ich kann Dina Faust wieder einsetzen, ne? Oh, das ist viel zu interessant, Dina Faust nochmal einzusetzen. Aber wenn ich plus 2 Angriff habe und irgendeiner der Gegner sich denkt, ich werde einfach mal eben schnell Muramura einen draufhauen, also eine effektive Attacke und Schwächenschutz aktiviert sich, dann ist Muramura unaufhaltbar. Tiefschlag einfach nur mal als letzter Wille von Liberlo. Nicht blöd gemacht. Gucken, ob Kaguron sowas wie einen Schwächenschutz trägt, man weiß ja nie. Man kann es auf jedem Pokémon gefühlt schon mittlerweile spielen durch die Dynamaximierung. Und ja, Geowurf nimmt dementsprechend das gute alte Liberlo raus, den Feuerstarter aus Galar. Mal gucken, was Kaguron vorhat. Lichtkanone wieder? Okay. Das ist in Ordnung. So. Eigentlich will ich jetzt Hytera auswechseln. Weil ich muss jetzt Dina Brocken einsetzen, aber wenn Session rauskommt, ist auch Bullshit. Das kommt raus. Ja. Ja, das ist nicht das Pokémon, das ich mir erhofft habe zu sehen. Gehen wir mal auf den Seitentausch. Ah, darf ich ja nicht wegen Verhöhner. Das ist doch eine Runde aktiv, ne? Ja, wow. Gut, dann gehen wir auf den Geowurf. Was soll der Geiz? Gegen dich. Und ich will nicht Dina Brocken einsetzen, aber Dina Faust wird so wenig Schaden machen. Ich bekomme Stab auf Dina Brocken und Dina Faust nicht. Na, nehmen wir Kaguron raus, komm. Scheiß drauf. Oh, er geht sowieso auf ein Schutzschild. Wow. Aber wieso? Ah, wahrscheinlich um die eine Dynamax-Runde auszustollen. Das ist aber sehr mutig. Und eine Bizarro-Raum-Runde auszustellen, darf man nicht vergessen, ne? Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bekomme Verteidigung dazu. Und dementsprechend... Ja, wobei, wenn ich klein... Also in der Dynamaximierten Form hätte ich vielleicht noch eine Attacke von Session standgehalten. Aber so wahrscheinlich nicht mehr. Er hat noch 2 Pokémon und ich denke mal, die beiden Pokémon werden Kyogre und Session sein. Oder? Zeige dich, Pokémon Nummer 4. Ja, okay. Das war leider nicht mehr so überraschend, dass es kommt. Ich habe Rundumschutz, um von Tränen abzuwehren, aber gleichzeitig kommt dann diese Session um die Ecke und wird mich zerstören. Heißt also, wozu sollte ich Rundumschutz einsetzen? Ich gehe mal auf ein Weichei. Und ein Steinhagel. Ich könnte auch Buddy Press einsetzen, um das Kyogre rauszunehmen.
Geh aber auf den Steinhagel, komm. Stab, und wir müssen es auch mal gesehen haben. Geht auf ein Schutzschild. Gut, dass ich nicht Body Press eingesetzt habe. Ich habe mich gerade zweimal vor einem... Oh, er geht auf Double Schutzschild. Das ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Okay. Jetzt kann er eigentlich... Ja, jetzt hat er freie Fahrt. Also, egal was er tut. Er kann jetzt von Tränen einsetzen. Das wird auf jeden Fall Stack-Attacker rausnehmen. Das hat er gut gemacht, aber... Ein bisschen Pech auf meiner Seite, dass er nochmal Schutzschild zweimal hintereinander durchbekommen hat. Aber gut. Überleg gerade, Seitentausch einzusetzen. Aber das ändert nichts daran, dass von Tränen beide Pokémon trifft. Und ich habe Rundumschutz auf Muramura. Das bringt ja auch nichts. Das sind einfach viel zu starke Pokémon. Ich gehe auf Bizarro Raum, aber es wird nichts bringen. Es wird nichts bringen. Gigantenhieb. Auch nicht mal Sanktoklinge. Okay. Auf Blissey. Das ist raus. Und ja, die Fontränen werden hundertprozentig reichen. Vielleicht setzt der Ursprungswurge ein und es geht daneben. LOL. LOL. What the fuck? Okay. Ja, ich sollte vielleicht heute Lotto spielen. Alles klar. Wow, man darf niemals einen Pokémon-Kampf zu früh aufgeben. Also wenn das gerade nicht gezeigt hat, dann weiß ich auch nicht. What the heck? Wie spiele ich das jetzt richtig? Ja, ich gehe einfach offensiv. Also dieser... Was sind das für Kämpfe heute gewesen? Das ist ja insane. Holy shit, ich liebe Thementeams. Habe ich das schon mal gesagt? Jetzt Dina maximiert er sich. Plus zwei Steinhagel, wenn es trifft. Und ich kann es verstehen, wenn es nicht trifft. Für ausgleichende Gerechtigkeit. Müsste wahrscheinlich ein bisschen mehr als die Hälfte abziehen, oder? Wenn nicht sogar mehr. Es muss halt treffen, ne? Wenn ich Pech habe, geht er auf Dina Wall und Schutzschild. Okay. Und es verfehlt Sashian, aber nicht Kyogre. Das war deutlich weniger Schaden, als ich erwartet habe. Und er hat eine Anti-Elektro-Beere. Heißt also, mein Glück war insane, aber es hat leider nichts gebracht. Ah, schade. Schade, schade, Schokolade. Beide meiner Pokémon sind jetzt raus. Ich glaube, er kann einfach nicht mehr dieses Muramura sehen. So, aber nichtsdestotrotz ein schöner Kampf gewesen. Man hat gesehen, wieso Kyogre und Sashian einfach... Oh, die Attacke geht wieder daneben. Okay. Wow. Okay, okay, okay. Das wird hier insane noch. Ich gehe auf... Er wird wahrscheinlich die Naval einsetzen wollen, ne? Jetzt ist das wieder so eine Situation wie in der letzten Folge. Mein Gegner kann jetzt Schutzschild bzw. die Naval einsetzen und mit Sashian versuchen, Voltriant rauszunehmen. Wir gehen mal. Wir probieren es aus, komm. Ich denke mal, er setzt die Naval ein. Schutzteiler auf Voltriant und ab dafür. Gucken, ob er die Naval einsetzt. Er tut's nicht, okay. Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Bei dem ganzen Glück, das ich hatte, hätte ich das hier eigentlich noch gewinnen können. Wobei, verloren ist es definitiv noch nicht. Okay, jetzt ist es verloren. Oh, wieder Glück. What the heck? Was passiert hier denn? Aber das wird nicht ausreichen. Es wird. Also, was ich gerade gemacht habe, ist, Voltian gute Verteidigungswerte zu geben, aber ja. Gegen ein Kyogre im Regen wird das leider auch nicht ausreichen. Robustheit bedeutet, ich überlebe die Attacke, aber Kyogre... ärgerlich. Boah, Voltian überlebt wieder. Der Schutzteiler hat sich ausbezahlt. Was für ein Kampf, what the heck? Ich hätte predikten müssen, dass er nicht auf Dina Wall geht. Das war wieder so eine 50-50-Chance, die ich heute schon mal vermasselt habe.
Also ich überlebe hier eigentlich nur durch Glück noch und das macht den Kampf so genial. Ja, ich muss auf Kyogre gehen. Also ansonsten habe ich so oder so verloren. Also egal was passiert. Gucken, ob er jetzt auf Dinawall geht. Wäre auf jeden Fall... Ah, okay, jetzt tut er es... Ah, er hat Ruckzuckhieb. Ah, okay. Interessant. Dann ist der Kampf so oder so verloren gewesen. Aber bei dem Glück, das ich hatte, hätte ich das doch vielleicht gewinnen können. Das ist insane gewesen. War ein richtig schöner Kampf. Am Ende hat es dann meine falsche Prediction entschieden. Hätte ich predicted, dass er nicht auf Dinawall geht, hätte ich Kyogre rausnehmen können. Der Schaden wäre auch definitiv genug gewesen und dann nur noch Sashian. Und Sashian hat ja nicht... Ah, wobei... Ah doch, dann hätte Voltian genügend KP gehabt und hätte mit einem Donnerblitz und mit der Hilfe von Potrot tatsächlich Sashian rausnehmen können. Da habe ich tatsächlich am Anfang einfach mich zu sehr auf mein Glück gefreut und nicht richtig zu Ende spielen können, also war trotzdem nichtsdestotrotz ein sehr cooler Kampf. GG, well played, war eine richtig, richtig schöne Folge. Das war's mit einer weiteren Folge Thementeams. Probiert das Team gerne selbst aus und lasst mich wissen, wie gut ihr euch damit geschlagen habt. Und ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ein ganz besonderes Dankeschön an jedes Kanalmitglied. Ich bin raus. Peace out.